Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Day A Billions. Immer noch offline, aber wir haben hier was geschafft. Wir haben hier das kleine Dörfchen niedergerissen. Und jetzt sind wir drauf und dran, das ganze Gebiet hier für uns zu beanspruchen. Dass wir auch sagen können, die Mauer bleibt hier stehen, aber wir können zumindest hier oben zu machen. Und vielleicht einmal hier zu machen und dort zu machen. Einfach nach und nach uns hier etwas Respekt hier zu verschaffen. So, dafür müssen wir aber erstmal die Armee auch ein bisschen aufteilen. Dass wir sagen, ihr kommt hier rüber, ihr kommt hier rüber, ihr kommt hier rüber. Heißt, ihr seid dort verstationiert und ihr seid dort stationiert. Damit hier mal von Anfang auch nichts wieder hier reinkommen kann. So, Advanced Query. Können wir hier was machen? 7-3, 7-4. Das wäre das höchste der Gefühle und ich glaube, das machen wir auch. 7-4 hier rüber. Dann haben wir 7 dort rüber. Und da müsste man jetzt ein bisschen was hinbauen. Ja, da fehlt noch der Turm hier. Der fehlt hier definitiv. Ah, und was wir noch machen können? Wir können hier zumindest schon mal ein Türchen reinbauen. Oder auch nicht. So, jetzt dürfte es aber doch hoffentlich funktionieren. Besser. Und zwar ein Dreifachtor. Oder auch nicht. Gut, dann gibt es bloß ein Zweiertor. Und irgendwas ist... Ach, wegen dem Energiemodul vielleicht, dass es da nicht geht. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Aber das macht nichts. Wir sind hier safe, wir sind dort safe. Und der Quarry, können wir den da unten hinbauen vielleicht? 9? Ne, abbrechen. Frage, ob wir hier jetzt draußen rumbauen sollen. Wir brauchen doch ziemlich viele Steine, möchte ich behaupten. 10? Doch, dann müssten wir hier unten was wegbauen. Moment, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Für einen kleinen Quarry können wir das doch locker mal machen. Außerdem haben wir mal 3 genug. Wir haben unsere Wachen da oben, also sollte auch mal jetzt so schnell nichts passieren. Hoffentlich zumindest. $1200 Gold. Ja, 3 sind besser als gar nichts. 3 sind besser als gar nichts, das heißt, hier haben wir dann nicht mehr plus 11, sondern plus... Also 3, 4, 7. Ah, die haben plus 25, würde ich mal behaupten, an Steinen. Heißt, wir können ein neues Kraftwerk dann aufbauen. Und Strom kann man immer gebrauchen. Gerade für... Oh, danke schön. Das soll ich gerade haben. 6. So. Gerade für diese wunderschönen Tesla-Türmchen. Hahaha. Herrliche Natur. Macht nichts. Hier sind wir zumindest schon mal safe. Die Leute können rein, die Leute können raus. Ich bin glücklich mit dem hier. Mehr als glücklich, so vielleicht. Machen wir es hier rüber. Ich kann sagen, irgendwo müssen wir den Klotz doch noch hinstellen können. Und der nächste wird hier drüben sein. Können wir jetzt zumachen. Weil ich glaube mal, hier draußen. Es geht, glaube ich, ein bisschen zu weit raus. Ja, es geht ein bisschen zu weit raus. Da können wir. Hallöchen aber auch. Da kann man ziemlich schnell her. Sie sind echt, also die Zombies sind echt böse auf Dauer. Das möchte man denen gar nicht ansehen. Ich komme nicht so weit, wie ich gerne hin wollte. Müssen wir es hier hinstellen. Und dort müssen wir es leider hier drüben hinstellen. So, jetzt Advanced Query. Das heißt, wir können hier einen kleinen Stromverbrauch hinstellen. Zack, fertig. Ist aber keine gestorben, oder? Nee. Wupp, zurück, 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 zurück. Du auch zurück, sage mal, Sniper. Alleine brauchst du nicht an der Front bleiben. Moment, was war das jetzt eben? War das ein Spucker? Der hat tatsächlich Säure auf meine Leute gespuckt. So geht es fein nicht. Ich weiß gar nicht, ob die sich auf Dauer eigentlich hochheilen. Ich habe nie darauf geachtet. 82, jep, wenn sie nicht in den Kampfhandlung sehen, heilen sie sich hoch. Das ist doch schön, das ist doch schön. Ja, der muss hier sein.
Der muss ja sein, der muss ja sein. Ja, den können wir mitten reinstellen, 12. Ja, und ein bisschen Nahrung können wir machen. Eine Fischhütte vielleicht. Ja, warum nicht? Komm, eine Fischhütte kann man immer noch auch hinbauen. Eine Fischhütte hat was für sich. So, dann sagen wir nämlich hier einmal zubauen. Oh, ja, die sind wirklich gut. Moment, ihr bleibt hier drüben. Ihr bleibt schön hier drüben. Ich glaube, es spinnt. Ich glaube, es hakt ein bisschen. So, und dann kann man sagen, hier ein paar... Okay, Moment. So, so. So und so. Ich muss gerade selber ein bisschen nachgucken. Einfach so, weil es kann. Heißt hier ein Geschütz zum Hinstellen. Dann haben wir noch einen statischen Turm, würde ich mal behaupten. Wenn ich das Geld dazu mal halte. Ein Radar kommt natürlich auch noch hin. Ihr zwei bleibt dann hier. Um die Mauer hier sicher zu halten. Wie gesagt, zusammen hier mit einem kleinen Tesla-Turm. Dann kommt hier der nächste Turm hin oder hier hin? Ne, hier geht's nicht. Hier, hier, hier. Also hier kommt's, passt schon. Sitzt, passt und hat Luft. Und ich sehe gerade, wir machen noch ziemlich wenig Geld gerade. Das heißt, wir brauchen noch mehr Leute. Exponentielle Ausweitung unserer Leute. Damit muss man auch erstmal rechnen. Das Gute ist dafür, dass wir eine Überproduktion haben. Dann können wir zumindest das leicht kompensieren. Betonung auf leicht. 300 Gold. Verteidigungseinrichtungen kosten einfach Geld. Genauso wie Soldaten. Kostet alles Geld. Geld, Zeit und Mühe. Dankeschön, die nächsten hier. Die sind jetzt leider nicht mehr mit in dem Bereich hier drinnen, aber... Das macht jetzt auch nichts aus, beziehungsweise, na doch, eigentlich macht es was aus. Ich hätte von Anfang hier oben bauen sollen. Ich einfach zumachen. Oder ich tue das nach hier unten verlagern. Wäre das vielleicht noch eine Option? Ich muss mal kurz gucken. Wäre das eine Option? Dankeschön. Ich dann hier reinpflanzen. Dann kann man mir hier noch die Nahrung anbauen. Und hier oben dann noch meine kleine Stadt hinpflanzen. Puhuhuhuhuhuhu. Interessanter Ansatz. Weil ich habe nämlich, jetzt muss ich mal gucken, hier oben relativ wenig Fläche noch zum Anbau. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zum Hinbauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dass wir sagen, wir bauen uns hier einfach noch eine ganze Ladung von Häusern hin. Achso, kann ich gerade nicht hinbauen, okay. Sei es auch nur ein paar Stück. Ah, dann hätte ich wahrscheinlich eher eine Bank hinstellen. Naja, warte mal. Moment, abbauen. Ja, dann möchte ich eine Bank hier haben. Die soll mir ja für mich, sag's mir, Geld generieren eigentlich. So rüber. Ja, was ich mache, es ist nicht optimal genug, aber ja, es geht, es geht. Es sah auch schon mal schlechter aus. Kann man vielleicht noch ein bisschen was einnehmen von Nahrung? Boah. Sieht nicht so ganz so gut aus. Also das sind wirklich die einzigen Felder, wo ich hier noch an Nahrung rankomme, großartig. Mal so rum hinbauen. Die Frage steht immer noch, sollen wir das hier nach unten irgendwie... Ach, jetzt kann ich nichts mehr bauen. Ach, das geht nicht mehr? Okay, Moment. Dann machen wir es anders, Wenn ich das nur noch einmal hinbauen kann, dann muss ich hier oben hinbauen. Aber definitiv muss ich das hier oben hinbauen. Und das hier muss ich eigentlich weiter nach unten rutschen.
Glinde gesagt hier rein, wo der Klotz ist. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt ein bisschen was abbaue? Schwören können, hier wäre es gerade grün gewesen. Ihr könnt mich nicht so einfach verarschen, Jungs. Das könnt ihr nicht machen. Das und das weg. Ich finde es gut, dass ich das Ganze gerade kompensieren kann. Ich glaube, sonst hätte ich nämlich ernstzunehmende Probleme. Ach, die müssen erstmal separat voneinander aufgebaut werden. Okay, abreißen. Ich glaube, das schaut schon etwas besser aus. Bauen wir dich hier hin. Und dich hier bauen wir da drüben hin direkt. Da ist was im Weg. Auch. Können wir dann hier vielleicht dann noch ein Haus reinklatschen, wenn wir das machen? Ich glaube aber eher weniger. Das war, glaube ich, der Grund, warum es nicht funktioniert hat an der Stelle. Ja, da gibt es ein paar Gründe dafür. Na, okay, komm, scheiß drauf. Egal, egal. Dann müssen wir es eh so rum hinbauen. Yep, passt. Machen wir zwar jetzt gerade ein kleines bisschen Minus, aber sobald die Gebäude da sind, kommen wir ziemlich schnell wieder ins Plus rein. So, ihr zwei nach da oben. Ein Sniper-Turm muss hier schon da sein. Wir produzieren hier genug und hier genug und du kommst jetzt nach da drüben hin. Und können sogar... Ja, das ist Gold. Können wir ein bisschen Gold abbauen. Das müssen wir auch ein bisschen hier rum verschachteln. Ja, es geht alles. Das kriegen wir alles hin. Das nächste wird sogar, wenn wir sagen, hey, ein kitzikleines Warenhaus wäre doch auch noch was. Frage ist nur, wo. Nahrung wäre gar nicht so schlecht, aber hier wäre es halt auch genial. Das hätte schon vieles für sich. Mal gucken, da ist eine Straße. Und hier rüber noch ein bisschen was gebaut. Ja, ich muss hier gerade echt strategisch vorgehen, um zu wissen, wie ich jetzt hier was aufbaue. So und so. Es fehlt mir einfach nur das Gold wieder. Okay. Aber das könnte ich... Ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Leute, mehr Geld, mehr von allem. Ja, die produzieren nur ganz normal. Unterhaltskosten sind auch so ein bisschen das Problem. Was haben wir denn gerade? Armeekosten sind relativ wenig. Ich habe ziemlich viel Strukturkosten, stelle ich gerade fest. Was ist, wenn ich den hier abreiß? Das macht gar nichts aus, okay. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn das irgendetwas ausgemacht hätte. So, dann haben wir noch zwei. Ich bin mal überlegen, hier rüber zu bauen. Da kann man nichts reinbauen. Hier rum reinbauen. Plus 602, das ist auch schon mal was. Da können wir doch was mit anfangen, okay. Das heißt, das nächste Fleckchen Erde, wo wir reingehen werden, ist das hier. Und ganz wichtig, was ich eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Die Frage ist, wo stellen wir ihn denn hin am besten? Dorthin, ein Radarturm. Und wir haben doch bestimmt hier in der Mitte ein paar Türme, wo wir nicht mehr brauchen. Die zum Beispiel hier. Yep, die kosten nämlich Kohle. Ich stelle gerade fest, die kosten nämlich ziemlich viel Kohle. Und die brauchen wir hier drin definitiv nicht mehr. Achso, kriegt man doch ziemlich schnell Kohle her. Weil ich habe irgendwo hier doch, glaube ich, noch ein Radar hingebaut. Dass unsere ganze Observierung nach außen verlagert wird.
Haben wir hier noch irgendwo einen stehen? Yep, aber wir haben eigentlich hier einen. Das heißt, der hier bringt uns eigentlich gerade gar nichts mehr. Ne, der bringt uns definitiv nichts mehr. Und hier ist ziemlich viel Freiraum wieder. Ein bisschen was von allem, würde ich mal behaupten. Und die Frage ist, wenn ich jetzt hier zubauen möchte, wie möchte ich das am klügsten anstellen? Wie gesagt, auf jeden Fall mal hier hinstellen. Und dann ist die Frage, was möchte ich hier alles mitnehmen? Am besten hier zu machen und... Ja, hier zu machen wird ein bisschen schwer. So rum muss ich es dann machen. Dass ich zumindest das hier noch mitbekomme. Ja, das können wir wieder machen. Das geht. Das schaut gut aus. Und um die Sachen zu verteidigen, eine Handvoll Troopers. Das können wir auch noch mitholen, aber naja, gut. Wir müssen es in dem Sinn ja nicht übertreiben. So. Ein bisschen Energie auch hier. Da kann man wieder sagen, eigentlich hier und hier zu machen, aber... Puh, das geht mir doch ein bisschen zu weit momentan. Ein kleines bisschen zu weit. Auf jeden Fall, hier brauchen wir... Okay, Moment. Dankeschön. Hier sind wir auch in Ordnung und hier sind wir auch in Ordnung. Weil ich gerade sage, so angreifen sollten sie uns jetzt nicht eigentlich. Ja, yep, das sieht gut aus, das gefällt mir. Ein Türmchen hinstellen. Und dann noch einen Executor vor die Tür hinstellen. Und weil es so ein kleiner Stützpunkt ist, mir nochmal hinstellen. Passt. Damit soll die Mauer eigentlich auch ziemlich sicher sein. Dann könnten wir doch bestimmt hier oben noch ein Radar reinklatschen. Einfach nur, um die Leute zu ärgern hier, oder? Ja, das können wir. Es kommen Billionen von allen Richtungen. Okay, Moment. Dann, Moment. Dann habe ich ein Problem. Was, 125? 7 Stunden? 7 Stunden reicht nicht aus, um das Ding hier safe zu bekommen irgendwie. Meine Freunde, abbrechen. Billionen, sagt er. Ich glaube, der spinnt ein bisschen. Mit Billionen habe ich noch gar nicht gerechnet. Eine Billion, hier haben wir was. Von Einrichtungen, das heißt, hier brauchen wir auch einen Tesla-Trupp eigentlich. Eigentlich sozusagen. Brauchen wir einen Tesseltrupp? Keine Ressourcen. Warum Energie? Ernsthaft? Jetzt fängst du mit Energie an. Oh meine Güte. Energie ist hier. Ich bin nicht auf sowas vorbereitet. Definitiv gar nicht. Hierhin. Und wir haben doch bestimmt noch eine Handvoll Steine. Wir haben keine Steine mehr. Wir haben definitiv keine Steine mehr. Das Zeug wird hier einschlagen wie eine Bombe. Im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Bombe. Okay, Moment, jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Abbrechen. Scheiß auf die Expansion hier hinten. Die können wir nicht halten. Die können wir sowas von nicht halten. Weg damit. Genauso wie wir das nicht halten können. Aber wir können gucken, dass wir hier was halten können. Das müsste eigentlich im Bereich des Möglichen sein. Not enough resources. Na, danke fürs Gespräch. Können wir uns vielleicht ein bisschen eindecken? Wir haben doch genug Kohle, oder? Wir haben genug Kohle. Wir können uns hier da eine Handvoll Steine noch besorgen. Zurückziehen. Du gehst hier auch weg und baust eher... Hier noch einen Stromgenerator hin. So, zurückziehen. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's mehr als interessant. Alle Truppen, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, direkt nach Hause. Euch schicke ich sie aber sowas von schnell nach Hause. Das muss auf jeden Fall sein. Haben noch irgendwelche draußen im Feld? Die haben wir nicht mehr. Billionen kommen auf uns zu.
Ja. Eine interessante Aussicht, möchte ich mal behaupten. 30 Energie, komm schon, komm schon, komm schon. Sei produziert. Und das habe ich jetzt nämlich echt nicht gedacht, dass ich noch Energie hier irgendwie brauche. Können wir vielleicht noch ein paar Advanced Mühlen hier reinsetzen? Einer, was wir hier brauchen, wir vielleicht auch noch meine. Ach, wir brauchen noch ein paar mehr Kanonen. Wir brauchen noch eine Handvoll mehr Kanonen. Advanced Mühle. Das schaut ja auch etwas mager momentan aus. Haben wir eine Handvoll Sniper? Hier haben wir. Kommt mal hier raus, Leute. Du hier. Nach da oben hin. Dann du, mein Freund. Kommst auf jeden Fall hier rüber hin. Und du, mein Freund, kommst hier rüber hin. Billion von Einrichtungen. Na, geil, nochmal. So richtig geil. Wir brauchen euch auf jeden Fall hier. Ihr drei. 1200 Gold, na wunderbar. 450 Gold, na wunderbar. Können wir vielleicht alles Öl jetzt verkaufen? Können wir. Und ein bisschen Stahl verkaufen? Ja, wunderbar. Um zumindest irgendwas hier hinzubekommen. Ja, 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 ja. Passt, Sitz, passt in der Luft. 10 Sterne kriegen wir auch ziemlich schnell her. Billionen, sagt der Mann. Billionen, sagt der Mann. Und dies sind die guten Springer, von denen ich gehört habe. Naja. Okay, ihr müsst in der Bresche stehen bleiben, auf jeden Fall. Halt, nein, ihr, wobei. Doch, hier, komm mal mit. Oder? Nein, ihr kommt da hinten hin. Schwachsinn. Ihr kommt hier rüber. Ihr müsst definitiv hier ein bisschen gucken, dass die Mauern auch besetzt und gut stationiert sind. So, und ihr seid mein Angriffstrupp für den Notfall. Und die Mauer muss geschlossen werden. Keine Ressourcen, weil ich kein Geld habe. Okay, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Zumindest ein bisschen was sollte man immer übrig haben an Kohle. So, hier, bitteschön, dankeschön. 540 reicht aus. Sagen wir, das reicht aus. Es reicht teilweise aus. Es reicht teilweise aus. Wie? Moment, hä, wie kommt die da runter? Wie kommt die da runter? Sag mal. Sind die... Ach, die spucken da durch? Okay, das ist natürlich doof. Das ist natürlich mehr als doof. Oh, meine lieben, liebenden. Ich glaube, wir werden hier noch das eine oder andere Problem vor uns haben. Ihr brecht hier nicht durch. Ihr brecht hier sowas von nicht durch. Reparieren. So viel reparieren, wie nur geht. Die springen hier überall rum. Vorplan. Wir haben wieder Energie. Wir haben Strom, Jungs. Wir haben Strom, wir haben Strom, wir haben Strom. Wir haben nichts anderes momentan. Wir haben definitiv nichts anderes momentan. Ja, ihr müsst hier bleiben. Also, wie ihr hier bleiben müsst. Dort haben wir zumindest etwas am Verteil. Ich muss es gerade gucken, wo meine Schwachstellen sind. Wir haben hier eine Gatling. Wir haben hier ziemlich viel. Aber es wird niedergemäht. Ach, die springen auch mal hier hinten rum. Okay. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Haben wir vielleicht noch ein bisschen was? Nein, wir haben gerade nichts. Oh, ich glaube, wir müssen... Wir sollten vielleicht hier euch hier abkommandieren. Ihr müsst definitiv nach hier unten gehen. Der zieht, der schießt nicht mehr. Warum schießt der nicht mehr? Junge, Executor, schieße! Oh je, sie kommen durch, sie brechen durch. Sie brechen durch. Es wäre schon mal schön, wenn wir zumindest eine Mauer aufhalten könnten. Okay, sie sind durch, sie sind durch, sie sind durch. Wir haben ein Problem, wir sind, die sind durch, die sind durch, die sind sowas von durch.
angreifen. Alles angreifen, so viel angreifen, wie es irgendwie geht. Und reparieren bis zum Umfallen. Jupp, die sind durch. Die sind durch. Die sind hier unten durchgebrochen. Warum zum Henker sagt mir es keiner? So, so viel. Ja, so viel zum Thema. Sie sind Billionen. Ja, sie sind Billionen. Irgendwo von Nervensägen. So schaut das Ganze nämlich aus. Können wir vielleicht noch ein bisschen was reparieren nebenbei? Ja, nicht so ganz. Nicht so ganz leider. Ich meine, wir haben Flammenwerfer-Typen noch. Aber vielleicht die Chance, irgendwas zu bauen. Die können wir auch nicht mehr. Wir sind hier gerade so ein bisschen auf verloren. Oh je, dann sind sie auch durchgebrochen. Meine lieben Freunde, es wird Zeit, dass ihr euch zurückzieht auf die hinteren Verteidigungslinien, weil ihr habt momentan hier gar keine Überlebenschancen. Der Turm hier muss auch aufgegeben werden, um hierhin zurückzustoßen. Es kommt auf die guten Bodentruppen drauf an. Okay, hey, du hier angreifen, Junge. Angreifen, einfach nur angreifen. So viele töten wie nur irgendwie möglich. Die Titanen sind vorne an der Front und kämpfen so gut, wie sie können. Sie kämpfen wirklich so gut, wie sie können. die sind ja auch durchgebrochen. Okay, das ist doch schon mal schön. Das ist doch herrlich, wenn einfach überall alle Leute durchbrechen. Hier, reparier doch mal ein bisschen was. Last Man Standing. Moment, ich habe eine Idee. Alle mal hier zurückziehen. Alle mal hier zurückziehen. Alles mal hier zurückziehen. So, wie es geht, einfach nur abschlachten. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Das ist zu viel. Ich habe mich zu weit ausgebreitet. Ich breche vom Glauben ab. Nein, 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 nein. Lasst sie in Ruhe. Lasst sie einfach nur alle in Ruhe. Wie schaut es denn hier drüben aus? Ja, da kommen auch ziemlich viele. Der Handvoll Titan hat nicht ausgereicht. ...115 Tage. So lange hat noch keine Kolonie bei mir durchgehalten. Das stelle ich hoch. Das war, muss ich sagen, das war gut. Problem war, ich habe nicht mehr gemerkt. Ich habe mit 150 Tagen gerechnet. Hätte ich 120 Tage gewusst, hätte ich mich nicht so weit ausgebreitet. Nee. Definitiv nicht. Ich bin gerade fertig. Feindescore von 1114... Und der ja Billions, das stimmt wirklich. Ich meine, wir haben zwar ziemlich viele getötet, aber die Verteidigung hat nicht so durchgehalten, wie sie durchhalten soll. Und ich glaube, es war ich erstmal wieder, bis ich Internet habe und bis ich mein Update habe, weil ich finde schon komisch, dass ich nicht überall so viele Mauern hinstellen kann, wie ich gerne möchte. Habt ihr ja gesehen, dass immer wieder ein paar Lücken drin waren. Und ich glaube, jetzt finde ich erstmal raus, warum. Warte auf ein paar Updates und vielleicht läuft es das nächste Mal besser. Ich sag mal so, ich hoffe es besser. Ich hoffe es inständig, weil ich hätte eigentlich gedacht, in diesem Game so schaffe ich es diesmal durch, aber na gut. Man kann nicht alles haben. Leider. Aber man sieht auch, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Flammenwerfer besorgen müssen. Schau mal, New Game habe ich jetzt vielleicht. Ihr habt es, wird jetzt Play nur 1 werden. Immer noch locked. Mit 100% muss ich das gewinnen sogar. Score-Faktor für 100%. Wie kriege ich das zusammen? Challenging? Challenging? Ah, ich muss Challenging machen, um es überhaupt bestehen zu können. Na, danke. Na, danke aber auch. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Läufe damit durchmachen und hoffen, dass ich... Puh. Ja. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall sehen. Bis dato aber hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer, tschüssi. Lass mal gucken. Wenn wir es nach und nach alles erstmal durchspielen, dann kann es auch einfach werden. Na, danke auch, Paul.